Facebook-Fanpages analysiert. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin moderierend im AG und Sie schauen website-marketing.ch. Was macht eine gute Fanpage aus? Das habe ich anhand von 12 Punkten definiert oder zu definieren versucht. Heute schauen wir uns Starbucks, Oreo und Red Bull an. Was sind die 12 Kriterien zuerst aber mal? Gibt es ein Vanity-URL? Guten URL also. Hat es ein Profilbild drin mit dem Logo klar? Fotostrip, ist der passend ausgefüllt worden, dann der Infotab, hat man da den richtigen Inhalt rein, gibt es eine Welcome-Page, Standard-Tabs wie Foto, Videos und Events, sind die drin und ausgefüllt, ein Call-to-Action oder ein Wettbewerb, sowas in Richtung Fan-Boosting, Individuals Landing-Tab, eine Empfehlung, das heißt, gibt die Fanseite auch andere Fansites an, denen sie folgt, dann ein Status-Update, ist der kontinuierlich und findet da ein Dialog statt. Am Schluss noch das Info, die Infobox ist die ausgefüllt und mit einem URL versehen. Gehen wir gleich auf die drei Sites drauf. Die drei Sites sind die Sites im Internet oder gehören zu den 10 meistgelikten Sites überhaupt auf Facebook. Gehen wir gleich zu den drei Sites. Sie gehören übrigens zu den 10 meistgelikten auf Facebook. Geht's los oben mit dem Vanity URL. Da haben wir was. Starbucks hat ihren Vanity URL gelöst. Dann gibt's ein Profilbild, ist gut. Welcome Page, da bin ich hier drauf. Das passt also. Gibt es ein Call to Action. Auch hier, wenn ich hier draufklicke, get started, geht ein Fenster auf, dann muss ich eine Applikation akzeptieren, ist auch gut. Die Infobox, die habe ich hier unten, da gibt es einen Link drin, der auf den Twitter-Channel zeigt, ist auch gut. Die Standard-Tabs hier, Video sehe ich, Foto sehe ich, Veranstaltungen sind auch drin. Dann haben wir individuelle Landing-Pages, die sieht man hier auch schön mit dem Icon vorne dran, ist ganz wichtig, dass man das löst und nicht das Standard Icon von Facebook dann nimmt und geben Sie Empfehlungen an, das sehe ich hier weiter unten, das geben Sie, also Starbucks gefällt beispielsweise Tazo Tea oder Seattle's Best Coffee. Ist also sehr gut gelöst, bis hierhin alle Punkte gegeben. Dann gehen wir zu Oreo, Vanity URL auch gegeben, 4 Buchstaben, dann haben wir ein Profilbild, finde ich gut, wie Sie da noch Fans einbeziehen, da kann man natürlich das auch variieren, das Profilbild, wichtig, dass Sie dass das Logo drin ist, dann gibt es eine Welcome-Seite, haben wir hier auch mit dem Call to Action. Hier muss ich zuerst liken, bevor ich dann den wirklichen Inhalt sehe, das generiert wieder neue Fans, ist die Infobox hier drin, die ist drin, aber hier fehlt mir der URL. Schlecht, da fehlt ein Punkt. Dann Standard-Tabs haben wir auch drin, Sachen wie Fotos, Video sind auf jeden Fall vorhanden. Dann haben wir individuelle Landing-Pages, da gebe ich auch nicht den Punkt, denn hier sehen wir noch das Facebook-Standardzeichen, hier finde ich schwach gelöst, anstatt dass man hier, was wie hier in dem Fall, das O wahrscheinlich von Oreo einsetzt, den Punkt gebe ich hier nicht, so hart kann man bei denen sein und empfehlen Sie andere Sites, das machen Sie auch. Schauen wir uns noch die Seite von Red Bull an, auch hier habe ich den Vanity-URL, ist okay, das Profilbild logischerweise drin. Dann haben wir die Welcome-Pages, auch wieder so eine mit dem Call to Action, sehr gut gelöst hier. Die Infobox, die habe ich hier auch sogar mit dem URL drin. Dann die Standard-Tabs, Foto sehe ich hier auf Anhieb. Hoffe ich doch, dass die das ausgefüllt haben. Veranstaltung gibt es auch, passt also auch. Dann haben wir individuelle Landing-Pages. Hier sieht man wieder sehr schön mit dem Icon gearbeitet, ist gut gelöst. Und empfehlen Sie andere Sites, das machen Sie auch. Gehen wir kurz zur Übersicht und der Bewertung. Im Moment hat also nur Oreo 2 Punkte liegen lassen, und zwar einmal, weil sie eben keinen Link in der Infobox hatten und weil die individuellen Landing-Tabs keinen Icon drin hatten. Schauen wir uns noch die fehlenden Punkte an. Erstmal bei Red Bull, der ist okay, aber ich würde mal behaupten, der ist zufällig gewählt oder von den Fans hier zugefügt worden. Das ist nicht unbedingt optimal gelöst. Dann haben wir die Pinnwand-Einträge, da geht ganz was von Red Bull selber, die Einträge von Red Bull, die passen hier, sind auch alle mehr oder weniger aktuell und es gibt Dialoge auf der Seite drauf. Klicken wir noch kurz in den Infotab rein und schauen, ob der schön ausgefüllt ist. Ist er mit mindestens einem Link, zwei Links auf die Seite drauf, hat man also erfüllt. Dann hier, da hat man auf jeden Fall ein besseres Beispiel, dieser Fotostrip, gut ausgefüllt worden. Die Einträge hier, die sind aktuell genug, muss logischerweise auch sein, wobei hier der vom letzten Freitag kommt natürlich darauf an, ob dann auch kommentiert wurde. Aber ich würde mal behaupten, die machen das und die Dialoge, die haben die sowieso, sonst hätten sie nicht so viele Fans. Kurz noch in den Info-Tab reinklicken. Der ist
Sehr großzügig ausgefüllt, für meine Begriffe viel zu lang. Aber was soll man da sagen? Sie haben sich Gedanken gemacht und auch andere Sprachen reingebracht. Passt also. Noch zu guter Letzt bei Starbucks. Auch hier dieser Fotostrip, ja, den würde ich jetzt mal geben. Ist auch nicht optimal, aber man sieht wenigstens, was sie anrichten, was sie anstellen. Dann haben wir die Pinnwand-Einträge. Wenn ich hier auf Starbucks klicke, sehe ich, was nur Starbucks postet. Da haben wir was Samstag. 18. Oktober, ja, 17. Okay, etwas. Einmal pro Tag kommt da oder sollte was reinkommen und noch kurz in den Info-Tab reingeklickt. Auch der ist okay, kurz und knackig, ausgefüllt, nur in einer Sprache. Das war also die Bewertung dieser drei Sites. Schauen wir uns kurz die Punktzahlen an. Und da hat Starbucks mit 13 Punkten mit der momentan am höchsten gewerteten Punktzahl abgeschlossen. Oreo mit 11 Punkten, gleich viel wie Coca-Cola, und 12 Punkte macht die Red Bull. Diese Seite gehören notabene zu den vier meistgelikten Sites auf Facebook. Wie gesagt, Coca-Cola am meisten Fans auf Facebook drauf. Also hier sind wir in der Super League. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr das auch so seht. Meine Analyse, meine Bewertung, vielleicht noch andere Kriterien oder andere Sites, die ihr bewertet haben wollt. Kommentare dann gerne wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.